Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von Stoffig. Wir sitzen hier gerade im Pre-Workout-Auto, nämlich bei René, wie hat's gedacht, in der Mikrowelle und schauen. CSGO habe ich mein ganzes Leben lang gespielt. René, der absolute Ultra-Professional-Rang bist du, für Leute, die es interessiert. Perfekt, also, alles klar. Und wie geht's? Jetzt wollte ich kurz einmal flexen, ja. Aber komm, mach ich's nicht. Global und was noch? Nee, Global gibt's gar nicht mehr. Premier 19k, glaube ich, 19.3, Phase 10 ist klar, oder? Logisch. Wir gehen jetzt gleich trainieren, ich hab Bock. Diesmal kein Rücken, weil so viele haben auf Instagram geschrieben, ich soll die anderen Bodyparts auch mal wieder trainieren. Ist es aufgefallen? Ja, also, wirklich, auf Instagram. Ich dachte, das fällt nicht auf. Nee, auf YouTube nicht, aber auf Instagram schreiben wir immer viele. Wir gehen gleich rein, ich hab richtig Bock. Warm draußen, 30 Grad, also beste Zeit runter zu gehen in schwitzigen Bunker und Gas zu geben. Erstmal fährt sich ein Burger, glaube ich. Erstmal holt sich René natürlich einen Burger, genau. Hast du dich denn schon entschieden? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ja. Sagt mal in den Kommentaren, was für ein Auto zu Lars passt. Ja, Opel Corsa 2001. Wer stark, gerade mal in den Kommentaren. Ich ist es immer noch was Amerikanisches? Nee. Was Deutsches? Ja, weil ich du kannst ja die Marke raten. Nee, so BMW. Nee, du hast mir Mercedes gesagt. Oder? So ein Passat. VW Passat. So ein Passat als R? Fiat Multipla. Fiat Multipla stark. Nee, schreibt mal in die Kommentare. Ratet einfach. Das Auto hat ja sogar einen Kofferraum. Ja. Sogar einen ziemlich großen. Was, wenn das Dach eingeklappt wird? Ach, ganz normal. Also, okay. Verschwindet irgendwo anders, ich weiß auch nicht genau wo. Was ist los? Was? Du sollst reden. Was soll ich denn sagen? Was wir haben. Achso, das ist unser neuer Booster von Smilo Dog und Neo Subs. In Kooperation mit Lars Ludwig. Und der ist neu, der ist ganz besonders auch. Entwickelt von Heiko Kalber. Also das ist so der Herzbooster, den es momentan gibt. Plus Pump, also Crankpump Pro, Inhaltsstoffe auch mit drin. Kommt jetzt am Samstag raus. Wenn das Video also draußen ist, glaube ich, müsst das hinhauen. Könnt ihr mit Cord Ludwig maximal sparen und mich unterstützen. Ich habe den selbst noch nicht probiert. Wurde mir nur gesagt, dass er schon sehr lecker sein soll. Geschmack ist Kaktuseis. Böhmer mal. Nicht, dass du dann doch Rücken trainieren willst, wenn du den jetzt genommen hast. Einer reicht, ja. Ich glaube, 250 Milligramm Koffein in einem. Mach mal zwei. Nein, ich nehme jetzt keine 500 Milligramm Koffein. Warum denn nicht? Weil sie nicht René heißt. Mach anderthalb. Zum Testen. Das ist schon ein großer Scoop. Okay, also der Booster ist sogar so stark, dass Lars nicht mal zwei Scoops nehmen will. Ja, René als alter Koffein-Junkie probiert auch mal. Du darfst den ersten Schritt probieren. Mach nicht dieses Johannes-Ding und lass andere Leute probieren. Trink selber. Probier doch. Das ist doch dein. Probier, trink das jetzt. Probier doch einen Schluck. Mach auf. 1 von 10. Geil. 1+, meinst du? Ja, was machst du jetzt? Ja, nichts mache ich jetzt. Siehst was soll ich jetzt machen? Das hast du mein Placement gebombt. Jetzt kommt deine Reaktion. 10, ne? Ich habe da noch Elektrolyte drin. Ja, ich habe dieser Elektrolytgeschmack, der ist auf jeden Fall damit drin. Also müsste ich mal gesondert probieren. Also 1 von 10. Nein, nein, Spaß, Leute. Es schmeckt super lecker. Es ist 10 von 10. Ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Es geht doch nicht immer um den Geschmack. Du hast mich doch gefragt. Ich sollte ja, aber doch. Das ist doch keine 1 von 10. In welcher Welt ist das eine 1 von 10? Jetzt zum Beispiel habe ich gerade genau dieses Beispiel. Hätte vielleicht mit Ach und Krach und Hilfe oder mit mehr Schwung noch eine schaffen können. Aber die ersten beiden Sätze sind sehr stimulativ. Jeden weiteren Satz, den man macht, hat man mehr Junk-Volumen oder mehr Fatigue, also Müdigkeit, die trotzdem mit regeneriert werden müssen, aber nicht den Muskelreiz bringen wie in den ersten beiden Übungen. Und ich mache es immer so, wenn ich keine Wiederholung mehr schaffe, also keine halben Wiederholungen, sondern immer nur ganze, um die tracken zu können. Jetzt weiß ich 4 Stück, 9 Wiederholungen. Okay, im ersten Satz kann ich für das nächste Training benutzen. Aber wenn ich dann so halbe Dinge habe, habe ich wieder sehr viel Ermüdung, die aber nicht über die volle Range of Motion gehen und übers Versagen hinaus. Das bedeutet, man kann nicht mehr alle kontraktilen Einheiten ansteuern und macht relativ wenig Sinn aus Wissenschaftssicht. Deshalb immer nur ganz Wiederholung, dann macht man nichts falsch. Zweiter Satz, 3 Minuten Pause. Nochmal so 7 schafft halt gut. Haben wir eine Brustplatte im Plan, die ich vorher nicht hatte, die ich aber seit 3 oder 4 Einheiten drin habe. Und zwar die grüne. Die scheint ziemlich leicht am Anfang, aber sobald man so 6, 7, 8 Wiederholungen hat, wird die so schwer. Die geht richtig schön so komplett weit nach außen und führt vorne schön zusammen, also konvergiert. Eigentlich eine perfekte Übung. Alright, letztes Mal hatte ich 138 oder 9, glaube ich. Jetzt gehe ich 140 und schau mal, wie viel ich hinbekomme. Oh.
Guter Satz. Zeig mal zu deinem Fit. Bei William habt ihr schon gesehen, wie René ungefähr aussieht. Guckt ihr erstmal diesen Weak-Ass-Übergang an. Einfach bei irgendeiner Claudi geschnitten. Und dann kauft er seine Klamotten einfach, wo sein Name draufsteht. Das hat mir meine Frau geschenkt. Okay. Aha, jetzt kannst du nichts mehr sagen. Trotzdem. Du hast ja aber schon mal so eins gekauft, wo René draufsteht. Von welcher Marke ist das? Wow, läuft bei dir, René. Stark. René sagt, da war noch einer drin. Nee, ich hab mich tatsächlich nicht mehr gewundert. Boah, ich hab mich auch gewundert. Ich hab leider auch meinen Cluster vergessen. Deshalb machen wir es heute mal so. Bisschen Zucker im Training, also ein bisschen Kohlenhydrate. Würde ich jedem empfehlen. Macht einen extremen Unterschied in der Leistung. Merkst du wohl bei mir als auch bei allen anderen Leuten. Und eigentlich jeder, der das auf Leistungsniveau macht, trinkt Kohlenhydrate im Training. Egal ob Diät. Es sind sogar mehr in der Diät die letzten Kohlenhydrate, die rausfliegen. Also ich kürze eher morgens und abends weg. Und Pre und Post bleibt am längsten. Und Intra sowieso. Also Intra würde ich immer drin haben. Egal wie wenig Kalorien oder wenig Carbs. Einfach aufgrund der Performance. Und nur wenn ihr schwer und progressiv trainiert. Und auch in der Diät könnt ihr Muskeln halten. Oder halt auch Muskeln aufbauen im Aufbau. Und deswegen ist das immer an erster Stelle. In diesem Sinne, Prost mit der Bio-Demeter-Völkel-Apfel-Beeren-Schule. Letztes Mal habe ich bloß 7 geschafft. Also 7 müssten eigentlich drin sein. Zu René gesagt, seitdem ich mit Heiko hier trainiert habe, ist die Übung mein Plan. Also Grüße an Heiko. Manche Sachen sind doch gut. Aber auch nur manche. Manche ist auch Bullshit. Manche ist richtiges Bullshit. Manche ist auch gut. Aber manche ist auch richtiges Bullshit. Next one seitdem relativ schwer, wieder 2 Sätze. Übung, haben wir hintere Schulter, habe ich eine Übung, die ist sowas von Premium. Ich zeig dir das, okay? So Leute, jetzt gibt es eine Übung, die habe ich damals schon echt oft gemacht und dann irgendwie wieder ein bisschen verloren, weil ich relativ viel Reverse Butterfly gemacht habe. Aber bis es mir aufgefallen ist, dass ich die gar nicht so gut spüre, diese Reverse, zumindest hier nicht. Ich mache quasi vorgebeugtes Seitheben. Ihr werdet es gleich sehen, aber das ist für mich momentan so das Beste, was für mich gibt, für die hintere. Ich versuche so eine Stand zu gehen, der angenehm ist. Und dann. Oh.
Training zu Ende und es wird gegessen. Jawohl. So wie es gehört. Ich wollte mir gerade was für. Also, wir gehen irgendwo hin, wo ein Kompromiss ist, wo René und ich beide Bock drauf haben. Die war ich auch schon mal, ich wäre gut und ist nicht ganz so fertig. Schön einen hinter die Binde kippen während der Arbeitszeit. So kennt man den René. Ach, gib mal einen Schluck. Apropos Arbeitszeit. Kannst du dir das erlauben in deiner jetzigen Diätphase? Ich bestelle mir gleich auch eins. Das ist geil, oder? Im Sommer? Schon gut. Ist das Radler? Ja. Ja, das ist schon lecker. Ich würde gerne sagen, dass es nicht lecker ist, aber schon lecker. So eine gute Hopfenschorle. Wie lange dürfen wir denn deinen Aufbau eigentlich noch mitverfolgen? Im Kalorienüberschuss oder halten werde ich so bis zum 1.1. sein, bis nach Neujahr. Ja. Und dann werden die Neujahresvorsätze umgesetzt und dann geht's in die Diät. Also relativ zeitgleich mit Will. Deshalb sind wir auch dann wahrscheinlich auf einem Wettkampf. Das ist aber problematisch. Nö, wieso? Ich muss mich ja dann entscheiden, wenn ich von euch beiden filme. Ja. Und ich glaube, ich würde eher den Gesamtsieger filmen. Meinst du, ich filme dann eher dich oder meinst du, ich filme Will? Also wen du filmst, weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass ich, egal wer auf diesen Wettkampf kommt, das schlagen wird. Und ich sage das nicht, um arrogant zu klingen oder so, sondern das ist mein Mindset und damit gehe ich ins Training, damit trainiere ich, damit stehe ich auf, weil andere Leute mag ich das komisch anhören oder keine Ahnung was, aber für mich ist es so, ich mache nicht diesen ganzen Scheiß, um dann zu sagen, ja, es ist cool, wenn ich dabei bin, so. Auch dieses Diäten und sich sozial so einschränken und auch die Gesundheit opfern, das zieht ja viel mit sich. Wenn ich, glaube ich, mit dem Mindset reingehen würde, so, ja, William ist unschlagbar oder keine Ahnung was, dann würde ich das nicht richtig machen. Aber dein Mindset und die Realität können ja zwei verschiedene Dinge sein. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, in der letzten Wettkampfsaison nicht einmal erlebt, dass einer aus der Klasse D den Gesamtsieg am Ende geholt hat. Mhm. Meinst du, das ist, also... Deine eigenen Erfahrungen haben ja nichts mit der Realität. Keine Ahnung, nichts mit der Realität. 1-1. Aber weißt du, was ich meine, oder? Ich meine, ja. Gesamtsieger waren immer... Ja, oder du warst auf 3 Wettkämpfen, das war jetzt nicht so viel. Boah, ich war auf 20 schon. Mehr als du. Also ich habe schon Leute gesehen, die als D-Profi geworden sind, ja. Okay. Beim auf meinem Wettkampf zum Beispiel, auf der Dance Champion. Irgendwelche Profis müsste es ja auch geben, die über 90 sind. Ja. Deswegen, ich glaube, und ich glaube, das glaubt William von sich auch, ja. Das glaubt auch ein Johnny von sich und jeder, der sonst auf die Bühne geht, dass man den anderen schlägt. Wir sind gute Freunde, wir sind wirklich gute Freunde und sehr zusammengewachsen so, aber ich glaube, wenn es halt zum Wettkampf hingeht, dann ist das auch keine Feindschaft, weil die Arbeit macht man ja selbst, sondern das ist ja quasi das Kampfgericht, was euch bewertet, aber man muss schon so selbstbewusst sein und sagen, ich schlag die andere Person, weil sonst macht's, finde ich, wenig Sinn, sonst hat man keinen Ehrgeiz so. Also fasse ich das jetzt nochmal zusammen, ja? Mhm. Falls man das gerade nicht rausgehört hat, du denkst schon, dass du William schlagen würdest im Gesamtsiegerstich. Ja. Ich glaube, dass ich in dieser Zeit, die ich jetzt hatte, sehr viel aufgeopfert habe und auch dieser Aufbau, den ich schon ziemlich konsequent so gemacht habe, wie ich es noch nie gemacht habe. Ich glaube, dass ich in der Zeit die letzten 4, 5 Kilo Muskeln draufgepackt habe, mit der ich dann mehr auf der Bühne stehen werde und ich glaube, an der richtigen Stellen verteilt. An den Beinen wird es auf jeden Fall nicht sein, weil ich trainiere keine Beine, nämlich am Oberkörper. Ich glaube, ich kann das gut aussehen und ich finde, William hat eine sehr schöne Linie, habe auch eben off-cam drüber gesprochen, das meine ich auch von ganzem Herzen so. Ich glaube, dass William eine sehr begabte Linie hat und eine schöne Linie, vor allem jetzt auch, wenn die Beine vorangekommen sind. Ich glaube aber trotzdem, dass ich ihn schlagen kann. Ja. Also sagst du, dass William nicht so hart arbeitet? Ich merke schon, René versucht mir jetzt irgendwas ins Wort zu legen, damit er einen guten Titel hat. Ja, okay, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja. Na gut, dann sehen wir uns wieder im März, ne? Bis März. Wann ist, nee, aber März, April? Ich weiß nicht genau. Weiß noch nicht mehr. Muss man schauen, wann die Wettkämpfe sind. Ein Pro-Qualifier, ein Regionalshow muss man ja eh machen. Ja. Aber da würde ich schon gern fertig auf der Bühne stehen. Jetzt kommt es erst. Danke. Aber planst du die Wettkämpfe schon zusammen mit wem? Also haben wir ja so gesagt, auch für Content wäre das, glaube ich, extrem geil für die Leute. Also falls ihr Bock darauf habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auch die ganzen Reisen und so zu ermöglichen, ist natürlich besser, wenn man da jemanden, wenn man 2 Athleten da hat, die auch starten am gleichen Tag. Ich glaube auch, wenn man gleichzeitig eine Diät macht, und das ist so extrem, kann man sich immer ein bisschen austauschen. Und ich glaube, das ist auch ziemlich cool. Ja. Dankeschön. Jawohl, das ist meine Portion Reis für heute. Ich habe hier Hähnchen, Salat und Kokoscurry. Sieht gut aus. Stark. So Leute, falls ihr mir noch nicht folgt, lasst Ludwig ein. Und ich denke, das war's auch fürs Video, oder? Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Es war ein bisschen anderes Video, ein bisschen mehr Training fokussiert. Schreibt mal gerne in die Kommentare, falls ihr es cool fandet. Oder auch gerne per DM. Jetzt gibt's was zu essen. Wir sehen uns. Haut rein. Bis dann, Antenne. Kann ich das eigentlich zum Mitnehmen machen, oder? Dann muss ich nicht länger hinbleiben. Ja, mach mal.